So sah es dann von außen aus. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Ein Bild, was auch in Amerika rumgegangen ist. Schönes Stadion, tolle Atmosphäre. Und dann ging es für dich weiter in den Audidom. Da hattest du noch zu schaffen. Und da ging es dann weiter mit der guten Stimmung. Erstmal nicht nur für mich. Also Hardworking Man des Tages war es ja wohl eindeutig du. Ich musste schon vorher weg, ja. Also deswegen, das war natürlich das nächste an und für sich komplett irre Ding. Ne? Also, 6.700 Leute. Wahnsinn. Unfassbar, wie viele Menschen ja, letztlich uns beim Arbeiten zugeguckt haben. Ne? Also, oder wie war das, live vor Publikum zu kommentieren? Bist du dann so in deinem Tunnel, du siehst das Spiel ja selber auf dem Bildschirm oder kriegst du links und rechts? Übrigens, Kasim Etebali hat noch ein bisschen ganz ausgeholfen klar, beim Catering. Held des Tages. es gab Personalmangel ja. beim Da waren Catering. Zwei starke Arme auf jeden Fall gern gesehen. Und er hat zwei, muss man sagen. Nein, das war ganz, ganz großartig, viele von euch da ja auch persönlich zu treffen. Ich glaube, das war eine fantastische, lange Party. Mhm. Bis in die späten Nachtstunden waren unfassbar viele Menschen da. Laune war überragend. Das Public Viewing am Nachmittag habe ich verpasst. Mhm. Ich bin ja dann irgendwann mal im Vikings Game sozusagen dazu gestoßen und die Stimmung war, es war herausragend. Ganz, 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 ganz cool. Tolles Erlebnis. Ich kann es mit nichts vergleichen, weil ich es bislang so noch nicht erlebt habe. Es war absolut einmalig. Und ja, natürlich war es so ein bisschen 50-50. Ja, also auf der einen Seite gab es immer dieses Spiel, also jetzt für mich, auf der einen Seite gab es dann immer dieses Spiel Green Bay Dallas, um das wir uns ja auch zu kümmern hatten. Es gab ja auch noch das Fernsehen, ne? Ja. Das gab es ja durchaus auch noch. Und gleichzeitig haben wir immer irgendwie auch geguckt, dass wir mit den Leuten in der Halle ein bisschen was machen. Und das hat sehr gut funktioniert. Ich durfte ja oben stehen auf meiner kleinen Tribüne. Es war toll, muss ich wirklich sagen. Auch Kompliment an euch, an alle, die da waren. Das hat riesengroßen Spaß gemacht.